Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Die Abenteuer des Robin Hood, und zwar die Erweiterung Bruder Tuck in Gefahr. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video rund um die Abenteuer des Robin Hood. Die Erweiterung Bruder Tuck in Gefahr, die möchte ich euch vorstellen. Ich möchte natürlich nicht zu viel verraten, möchte euch aber sagen oder zeigen, um was es geht, was da in dieser Box denn alles steckt und letztendlich auch ein Fazit, ob sich das Ganze auch lohnt. Der eine oder andere hat ja bereits das Grundspiel absolviert. Das habe ich euch ja separat vorgestellt. Ein leicht gehobenes Familienspiel ab 10 Jahre mit einer Losspielregel. Ähnlich wie bei Andor auch. Das heißt, ihr habt ja wenig Regeln und findet relativ zügig in das Spiel rein. 2-3 Seiten. Also wirklich klasse. Ansonsten gibt es ja diverse Erklär-Apps des Verlags Cosmos auch. Und wir haben uns richtig in das Abenteuer gestürzt. Und dieses Spiel ist ja wirklich klasse. Es gibt ja auch eine Erweiterung. Der eine oder andere hat es vielleicht auch schon gespielt. Ihr könnt dann natürlich auch gleich dazu ergänzen. Beziehungsweise, wenn ihr das Ganze absolviert habt, fragt ihr euch natürlich auch, ob sich die Erweiterung Bruder Tuck in Gefahr, Autor Michael Menzel, Illustration, auch wirklich denn lohnt. 10 Jahre, auch hier 10 Jahre, 2 bis 4 Personen, 60 Minuten Spielzeit und gleich vorneweg, es stecken 4 Abenteuer in dieser Box. Ja, was benötigt ihr, beziehungsweise was ist denn alles dabei? Ich werde natürlich nachher noch ein paar Bilder einblenden, ohne natürlich zu viel zu verraten. In dieser Box steckt auf jeden Fall ein Tableau, das legt ihr neben den großen Spielplan. Es liegen hier weitere Plättchen, das heißt Plättchen, die ihr mit gewissen Vorgaben dann abdecken muss, was den Grundspielplan da angeht. Und ich habe natürlich hier insbesondere den Bruder Tuck, weitere Plättchen und, was natürlich auch nicht fehlen darf, das Buch. Und neben dem Bruder Tuck darf natürlich auch der Sheriff von Nottingham nicht fehlen und ein kleines Begleitheft. Das ist alles, was dabei gefügt ist. Es gibt auch hier nochmal ein paar Informationen als Begleitblatt, also als Einstieg recht simpel. Genauso wie man es kennt vom Grundspiel von Robin Hood und ihr stürzt euch gleich quasi in das erste Abenteuer. Und ihr benutzt natürlich wieder das Buch, um natürlich in den einzelnen Passagen voranzukommen, um die jeweiligen Abenteuer zu lösen, wie man es auch vom Grundspiel kennt. Es ist natürlich immer die Frage, wie lang liegt eure erste Partie schon zurück, was das Grundspiel betrifft, weil hier wird man recht zügig in das Spiel hereingeführt und man hat schon eine gewisse Erwartung, dass man natürlich die Züge und die Voraussetzungen des Grundspiels noch kennt. Ja, bei uns liegt schon viele Monate zurück, aber dank einiger Informationen, was jetzt auch den vorherigen Bereich angeht, für was sind die Gegenstände, beziehungsweise auch im hinteren Bereich, gibt es noch ein paar Informationen mit den Eigenschaften, kommt man recht zügig in das Spiel hinein. 4 Abenteuer gilt es zu bewältigen und stellt sich natürlich die Frage, sind die schwer, sind die leicht? Braucht man dazu länger? Sind manche kürzer, manche länger? Und wenn man das sieht, was die Abenteuer angeht, ist das erste recht kurz. Da denkt man, okay, da sind wir ja recht schnell zügig durch mit allen 4 Abenteuern in diesem Buch. Aber es zieht sich dann doch, was das zweite und dritte Abenteuer, insbesondere auch 4. Abenteuer angeht, etwas in die Länge, sodass man durchaus viele Stunden mit diesem Spiel verbringen kann und es vielleicht auch nicht auf Anhieb schafft. Weil weiterhin agiert ihr hier kooperativ. Ihr habt natürlich mit Bruder Tuck noch weitere Elemente mit Sheriff und, ja, so viel soll nicht verraten, aber weiteren Dingen natürlich zu tun, wo ihr natürlich schauen müsst, wie ihr euch in der Gruppe aufteilt, abhängig natürlich von der Spieleranzahl, um das Abenteuer zu bestehen. Und auch hier ist quasi eine Art fortlaufende Geschichte. Und ehrlich gesagt, wir haben das eine oder andere Abenteuer auch nicht auf Anhieb geschafft. Ist immer ein bisschen ärgerlich, dann denkt man, ja, komm, wir spielen es nochmal, das kriegen wir doch hin. Dann wissen wir natürlich auch in weiteren Partien, was zu tun ist. Und dann schafft man es, zumindest bei uns, auch früher oder später und endet dann quasi mit dem 4. Abenteuer. Auch hier wieder auf der Rückseite angezeigt, wenn gewisse Plättchen umgedreht werden müssen, beziehungsweise Markierungen stattfinden. Das zeigt das Buch hier. Und ansonsten im Buch findet man sich auch schnell zurecht. Das heißt, man hat hier wieder den Anfangsbereich. Ich zeige das euch, jetzt ohne natürlich zu viel zu zeigen. Das heißt, was das Abenteuerverzeichnis dann angeht. Die jeweiligen Seiten schlagt ihr dann auf. Und ihr müsst natürlich dann auch wieder so einen Erzähler dann haben. Eine Person kann das Buch dann natürlich auch nehmen, um natürlich auch in dem Kapitel voranzukommen, gewisse Fragen zu stellen, Antworten zu liefern. Aber ihr erfahrt nicht immer alles, was ihr denn wissen wollt. Und das gehört natürlich auch zum Abenteuer dazu.
Und damit bin ich schon beim Fazit. Mehr gibt es wirklich nicht zu sagen. Wenn ihr es gespielt habt, ich bin auf eure Erfahrung, auf euren Kommentar auf jeden Fall sehr gespannt. Wir haben das Grundspiel schon vor Monaten gespielt, vielen, vielen Monaten, und waren natürlich sehr gespannt auf die Erweiterung. Es gibt natürlich auch so ein Zwischendrin, so ein Abenteuer, was ihr euch natürlich auch holen könnt. Natürlich gleich weitere 3 Abenteuer zu spielen, aber ansonsten habt ihr hier natürlich 4 Abenteuer und ihr kommt voll auf eure Kosten. Der Einstieg, muss ich wirklich sagen, um wieder in das Spiel reinzukommen, war etwas holprig. Wir haben dann zwischendurch sogar nochmal im Abenteuerbuch des Grundspiels nachgeschaut. Da wäre mir an der einen oder anderen Stelle, und die Erweiterung ist ja wirklich kurz geraten, vielleicht noch ein Hinweis, wäre ich über einen Hinweis sehr dankbar, um noch schneller vielleicht in die Erweiterung reinzufinden. Ansonsten hat man es wieder kurz gestaltet, dass man quasi wie eine Art Losspielregel in das Spiel hineinfindet. Wer jetzt das Grundspiel absolviert hat, und das liegt jetzt noch nicht so lange zurück, der wird hier einen fließenden Übergang zu der Erweiterung haben. Man tauscht das Buch aus und kommt sofort wieder rein. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch und habe gedacht, ja, das Spiel, das hat ja richtig Laune gemacht und das lebt natürlich von vielen Abenteuern, aber es ging natürlich auch lange, Produktion, andere Gründe, bis es jetzt herausgekommen ist. Und ich habe gedacht, habe ich wieder diese Erfahrung oder diesen Spaß bei dem Spiel und bin hautnah dabei. Und ich muss wirklich sagen, ich wurde nicht enttäuscht. Wir wurden nicht enttäuscht. Wir haben das Ganze jetzt absolviert mit zu viert. Das heißt, jeder hat eine Rolle verkörpert. Ich habe es ja teilweise auf Instagram, glaube ich, auch gepostet, welche Rolle ich hatte. Und natürlich, ich hätte gern Robin Hood übernommen, aber naja, da durften die Kinder dann doch auswählen. Aber ich hatte dennoch Spaß mit dem Spiel und die Abenteuer waren, ja, will ich mal sagen, nicht so einfach. Also die Hürde hat man doch ein bisschen leichter nach oben gesetzt aufgrund der Erfahrung, die wir damit gemacht haben. Das heißt, wir haben das jetzt nicht im Durchmarsch geschafft, sondern mussten das eine oder andere Kapitel auch wieder oder den eine oder andere Erweiterung, Einzelerweiterung wieder von vorne beginnen. Ist immer wieder ärgerlich, wieder alles umdrehen. Aber das war jetzt nicht so arg störend, wie ich das vielleicht jetzt im Kopf gehabt hatte. Aber das hat gepasst. Also insgesamt wirklich lohnenswert, eine tolle Erweiterung. Und ich bin gespannt, wie die Reihe weitergeht. Das lebt natürlich von Legenden, vielleicht auch von Fan-Legenden, wie man es bei Andor dann kennt, von kleineren, größeren Erweiterungen, kleineren Tableaus, die man ergänzen kann. Aber vieles kennt man natürlich dann auch, wenn man Plättchen umdreht. Und deswegen ist es auch gut, dass hier Ersatz- oder Austauschplättchen dabei sind, sodass die Überraschung dann nicht wirklich zutrifft. Es ist natürlich ein Spiel, wo ich sage, okay, jetzt haben wir es gespielt. Spielt man das nochmal? Spielt man das Grundspiel nochmal? Die Grundspiel- bzw. Erweiterung, das liegt recht weit oben. Es ist jetzt kein Spiel, wo ich sage, okay, das würde ich jetzt gleich wieder in 1-2 Monaten nochmal spielen. Aber durchaus vorstellbar, dass man das vielleicht in einem halben oder in einem Jahr dann einfach, vielleicht auch mit anderen Gruppen, mit anderen oder mit Jugendlichen oder anderen Personen dann einfach nochmal absolviert. Weil man kann ja alles wieder zurücksetzen. Mit Material hat man gar kein Problem. Und so kann man dann recht schnell und zügig wieder an der Partie einsteigen, weil es natürlich diesen Vorteil dieser Losspielregel hat. Das heißt, ihr werdet im Rand von 1-2 Sätzen schon herangeführt und steigt dann sofort in das Spiel ein. Und das ist natürlich ein Vorteil, was dann doch den einen oder anderen überzeugt. Und ich glaube, deswegen hat es wahrscheinlich auch der eine oder andere damals gekauft. Zwar 10 Jahre hier auf der Box dargestellt, aber es ist ein Spiel, wo man sehr schnell und sehr zügig an das Spiel herangeführt wird. Und deswegen jetzt auch nochmal die Erweiterung. Ansonsten schaut euch das Grundspielvideo an. Vielleicht wollt ihr auch in Andor ein bisschen tiefer einsteigen. Das habe ich sogar auch mit der Losspielregel als Video euch damals dann gezeigt. Also es gibt viel zu entdecken, was kooperative Abenteuer angeht. Und Robin Hood ist auf jeden Fall eines der tollen Abenteuer, die wirklich Spaß machen. Und die sicherlich auch in einem Jahr, wenn wir es wieder spielen werden, da bin ich mir sicher, dann genüsslich in das Abenteuer einsteigen, auch wenn man sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle an das eine oder andere Element erinnert. Aber Spaß steht im Vordergrund, das Abenteuer ist ein schönes, geselliges Spiel und vielleicht ja auch was für euch. Das zur Erweiterung. Ich bin auf eure Meinung auf jeden Fall sehr gespannt, wenn ihr es schon gespielt habt, vielleicht auch die Erweiterung, vielleicht auch die separaten Abenteuer, was es da gibt. Da freue ich mich auf jeden Fall auf eure Rückinfo. Wenn ihr es euch holen wollt, dann schaut je nachdem beim Händler vor Ort, wenn ihr da Möglichkeiten habt. Oder ihr nutzt die unten genannten Links, müssen keine Spiele, können auch andere Produkte sein, aber ihr wisst ja, da unterstützt ihr uns ja automatisch und zahlt nicht mehr. Das zu allen Infos von Robin Hood, die Abenteuer des Robin Hood, Bruder Tuck in Gefahr. Ja, der war an der einen oder anderen Stelle wirklich in Gefahr, zum Glück haben wir ihn gefunden, aber ja, das zu kurzen Informationen. Danke euch fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald.